Why do you have to do this? Oh mein Gott, so dumb. Fucking. Ah, liebt ihr nicht auch League of Legends, ey, wenn ihr das seht? Ah, oh, herrlich, nur weil man Teemo gespielt, spielen will. Ist das so schlimm? Guck das an, ey. Guck euch diesen ganzen Hass an, den wir nur mit einem Charakter erzeugen. Ein Charakter gepickt und so viel Hass. Sie haben gedodged. Lappen. Tag zusammen, hier ist wieder Ben. Ihr habt es gesehen, den ganzen Hass, den wir abbekommen haben. Nur weil wir Teemo Toplane spielen. Ich meine, Teemo ist es. Teemo. Klar, ich hasse ihn auch, aber ich liebe ihn natürlich auch. Und wir spielen ihn, wie gesagt, in der Toplane voll AP. Werden als Gegner wahrscheinlich Pantheon haben, der mit Exhaust unterwegs ist. Dann haben wir Lee Sin im Jungle gegen unseren Warwick. Warwick, sehr gut. Corki in der Midlane gegen Echo. Botlane. Kalista Lulu gegen Pac-Mon und Terror. Thrash oder die Terror Thrash, wie auch immer. So, Urlaubs-Gameplay, weil ich mich gerade zu diesem Zeitpunkt hier im Urlaub befinde. Ich werde mich ein bisschen ausruhen von dem ganzen gestressten Alltag in der Solo-Queue, der ganze Salzgehalt, der hier stattfindet, der ganze Hass, der hier unterwegs ist. Na, ihr habt es ja gesehen in der, ja, der Champ Select, die wir eben kurz hatten. Leider wollte ich in einem Jungle spielen, eigentlich, den guten Teemo. Jetzt wurde ich gefillt und musste in die Top-Lane gehen, aber. Spielen wir ihn halt Top-Lane. Ne? Voll AP, Top-Lane, überhaupt kein Problem. Machen wir. Okay, das heißt, wir gehen... wir sind extrem squishy. Wir gehen Dorans Ring trotzdem. Weil wir einfach in die Fähigkeiten von Teemo vertrauen. Und dann werden wir richtig schön nervig sein gegen den alten Spartaner. Deswegen habe ich auch Ignite mitgenommen, weil ich einfach für Kills gehen will. Ich will nicht mit... Post Malone's new song gives me life. Okay, was auch immer. Ich will, wie gesagt, Kills holen in der Top-Lane. Ich werde nicht viel am Spiel teilnehmen. Ich werde so gut wie möglich oben ihn versuchen zu poken. Er wird mich natürlich auch poken. Es geht, glaube ich, darum, wer besser poken kann. Also vielleicht müssen wir uns auch eine Potion kaufen, statt dem Dorans Ring. Ne? Also vielleicht noch eine Refillable Potion oder so, damit wir da... zumindest den Sustain aufrechterhalten können. Aber ansonsten sollte das passen. Okay, Warwick ist tot. Wollte den Flash aufsparen. Hat ihn gekillt. Ne? Tja, I called it for fucking sake. Wake up. Okay, ich werde hier mal die Ward platzieren, dass wir zumindest wissen, ob der Stinker hier anfängt. Okay. Ja, wir haben eine ziemlich schwere Lane eigentlich. Wir werden übelst gecampt, glaube ich. Ich meine, als Teemo werden wir da oben nicht großartig sicher sein. Ah, Pantheon. Das heißt, er ist da. Ich komme hier noch rein. Komme ich da noch rein? Ungesehen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich bin da noch reingekommen. Ungesehen. Da kann ich zumindest noch ein bisschen auto-taggen. Ich werde aber den Q-Spell mitnehmen. Ah, benutz mal deinen Speer oder so. So, das ist schon mal ordentlicher Schaden, den wir hier verursacht haben. Immer schön nerven. Dafür sind wir halt Teemo. Na, Pantheon. Das haben wir Schaden, oder? So, werden wir mal den Passiv auflösen. Oh. Dachte, die Minions greifen den an. Ah, will mit Level 2 reingehen. Ich will jetzt auch noch mein Level 2 haben. Okay. Interessant. Okay. Aber ich werde ihn weiter nerven. Mein, ich kann ihn hier aus der Lane bullen. Es ist zwar sowas von sicher, dass der Lee Sin vorbeikommen wird. Aber zumindest kriegen wir ihn ganz gemütlich aus der Lane raus. So, geht jetzt einfach nur darum, Last Hitten. Warum habe ich den E genommen? Eigentlich wollte ich den Q nehmen, weil wir gehen voll AP.
gut, letztendlich ist es auch in Ordnung. Macht ja Schaden. Ist ja nicht so, dass es jetzt nutzlos wäre, der E. Shit, jetzt habe ich das Cannon-Menü verpasst. Das ist eigentlich schon wieder ein Grund zum Deinstallieren. Okay. Ja, schön Last hin. Das ist doch schon mal nice. Okay. So, ich werde hier die Wave ein bisschen rauspushen, dass ich auch recallen kann, um zumindest mich zu regenerieren. Okay, den letzten CS habe ich leider nicht bekommen. Ich glaube, ich werde mir eine Potion holen, weil ich dann einfach das Sustain-Duell gegen ihn dauerhaft gewinnen kann. Deswegen holen wir uns die Refillable Potion, Quatsch, die Corrupting Potion, um da ein bisschen besser aufgestellt zu sein, weil er wird uns niederknüppeln nach und nach oder zumindest nerven. Und solange wir ihn mehr nerven können, haben wir halt immer den Vorteil, hier bestehen zu können. So, ich weiß nicht, ob der Lee Sin irgendwo auf der Karte unterwegs ist. Der Warwick ist nicht mal ansatzweise irgendwo im Norden unterwegs. Können jetzt hier ja, das ist das, was ich meine. Er wird punkten. Okay, Lee Sin ist Botlane. So. Ja, wir können einfach pushen. So. Na, Pantheon, das magst du doch hier selig, oder? Ja, verliere schön viel CS unterm Turm. Sehr schön. So kann das weitergehen. Ich werde weiter reinpushen. Ich werde ein bisschen den Druck hier erhöhen. Ist natürlich auch ein bisschen nervig, dass er sich natürlich Magieresistenz kauft. Und dadurch dann tanky wird. Zumindest so tanky, dass ich ihn nicht killen kann. Zumindest nicht so schnell. Ah, da! Flash ich dann doch raus, er hat keine Mana, der Typ. Der hat keine Mana. Er hat keine Mana. Nur einen Auto-Attack. Ah, das hätte mich zerrissen. Schade! Da wollte er aber ziemlich doll den Kill haben. Ich meine, ich bin jetzt hier auch übelst anfällig. Im übelst anfälligen Niemandsland. Ich werde jetzt hier nur... Warum habe ich nicht ignited? Ah, das hätte glaube ich nicht gereicht. Nee, 200 Damage macht nicht ignite. 170. Der Typ ist also reingeflasht. Okay, nichtsdestotrotz, weiter. Das ist das, was ich meinte. Ich war extremst gefährlich da. Ne? Im gefährlichen Niemandsland unterwegs. Ich werde mir das hier bauen, weil ich brauche ein bisschen Tankiness, um zumindest vernünftig skalieren zu können, dass ich nicht von 100 auf 0 gehauen wird. Wir wollen halt nur die Lane da dominieren. Oh, Entschuldigung. Bin ich hier aufstoßen, Gottes Willen. Was ist das hier für ein Verhalten von mir? Wir werden nicht voll AP jetzt hier gerade gehen, weil wir wollen das Sustain-Duell früher oder später gewinnen. Und das schaffen wir halt, indem wir Sustain-Items kaufen. Und Rod of Ages hilft da dann doch eigentlich ganz gut. Warum höre ich immer auf in meinen Auto-Attacks, ey? Schon das zweite Mal, dass ich hier meine Auto-Attacks abgebrochen habe. Ah, wir können hier auch ganz gemütlich unterm Turm farmen. Haben hier genug Schaden zumindest, um hier farmen zu können. Äh.
Ist nervig, der kleine Pant hier, ne? Der wird uns früher oder später dann auch ziemlich nervig sein, weil er kann halt mit seinem hässlichen Passiv auch jede Menge Schaden negieren. Mal gucken, ob ich vielleicht früher oder später einen Gank bekomme. Ich meine, wenn ich hier an den Büschen bin, bin ich eigentlich ziemlich sicher. So, hat so das Cannon Minion bekommen. Nicht, dass ich da einen... Gut. Ein paar Minions noch geholt. Vielleicht... Ah, ich werde einmal recallen, dass ich zumindest wieder schnell hochkommen kann, weil er ist halt nervig, ne? Früher oder später wird er halt uns richtig nerven, indem er uns die ganze Zeit runterhaut. Und wir müssen weiterhin unsere Toxicity hier aufrechterhalten. Sind leider gestorben, weil wir gegankt wurden von Lee, aber wir führen zumindest mit 13 Farm und die Map. Man hat Kalista jede Menge Kills, was schon mal sehr gut ist für uns. Leider wurde meine Pink Ward gecleared. Oh, wer hat denn da ziemlich wenig HP? Ah, ich werde da jetzt einmal reinrennen können. Ich glaube, ich renne da mal rum. Ah, hätte nicht gereicht. Dafür habe ich noch nicht. Danke. Danke, dass ich da noch zumindest mein Ignite raufsetzen konnte. Ja, der campt uns jetzt halt auch oben, ne? Der kommt da jetzt immer öfter vorbei, weil wir sind halt ein leichter Kill, ne? Pantheon braucht einfach nur raufgehen und dann gibt's da halt jede Menge Ärger. Wir bauen weiterhin hier unser Rod of Ages. Ich will einfach dieses Skalieren haben. Das schöne Skalierte an AP, an HP, an Mana. Ah, das ist aber interessant, was da unten los ist. Schon wieder ein paar Kills hier. Der Lee Sin baut auch voll AD. Das sind hier die ganzen Fun-Games, die gemacht werden. Wir sind ja immer noch in der Platzierung, ne? Es geht hier um was. Dürfen wir nicht vergessen. Leider haben unsere Pilze noch nicht so den einschlagenden... die einschlagende Wirkung, wie ich sie gerne hätte. So. Hast du reingerannt? Ne, ist er nicht reingerannt. Schade. Hat er gedacht. Leider haben wir einen Turm verloren. Okay, wir brauchen wesentlich mehr AP, um hier wirklich weh zu tun. Ah, der Pantheon. Ist nervig, dass er uns immer eine Auto-Attack nehmen kann. Mit seinem Passiv. Ah! Ich meine, es ist schon gut, dass wir die Refillable Potion, also die Corrupted Potion, mitgenommen haben. Um zumindest hier nicht ganz so schnell down zu gehen. Ah, hier ist garantiert irgendwo Lee Sin oder so. Hier wird zumindest irgendwie ein Camp stattfinden oder so. Pink Ward weg. Ja, schön nerven. 200 Damage einfach mit einem Spell. Damit kann ich leben. Und dann jetzt hier einfach nur ein bisschen gemütlich Last hitten. Ja, wenn er mit dem Last Hit geht, dann kriege ich halt einen Spell auf ihn rauf. Und dementsprechend gewinne ich da den Trade. Ja, wir haben die Hoheit hier in der Top-Lane gerade. Haben den Vorteil, dass wir hier richtig viel Druck aufbauen können. Okay. Warwick rennt. Oh, rennt hinterher. So, für einen Kill springe ich doch immer gerne nach vorne. So, lass mal Lee Sin bitte hier nicht kommen jetzt gerade. Das wäre doch mal eine nette Abwechslung, wenn man hier kein Lee Sin wäre oder sowas. Scheinbar auch nicht. Scheinbar ist hier nicht so. Okay, das heißt, wir können zurück.
Und können auch Rod of Ages holen. Ah, die tauschen die Lanes, okay. Dann pusht mal durch. Und wir können in der Zeit Rod of Ages kaufen, um zumindest noch genüsslich zu skalieren. Des Weiteren kaufe ich ein bisschen hier noch Anti-War. Ne, ich kaufe hier. Komm. Nehmen wir das Blue Trinket mit. Haben wir ein bisschen bessere Verteilungschancen auf der Karte. Und jetzt gehe ich wieder nach oben, weil der Pantheon kann nichts gegen uns machen gerade. Jetzt, wir führen mit 20 CS. Er hat, ja, guckt euch die Items an. Er hat einen Serrated Dirt, Dirk bisher und Boots. Ja, Boots Level 2 bringt halt so gar nichts, ne, an Stats. Er läuft zwar schneller und hat weniger, ja, CC, die er fürchten muss. Aber trotzdem ist er halt nicht so gut jetzt am Start. Wir wollen hier für mehr AP gehen. So. Hohoho. Okay. Aber wir haben den Kog'Maw mitgenommen. Worth. Und er hat Heal benutzt. Sehr schön. Ich meine, ich habe gesehen, dass sie von hinten kamen und da rumnerven wollten. Deswegen musste ich da... was willst du wirklich mit meinem Pilz arbeiten? Oh! Schade. Ja, er hatte noch Kick. Schade. Leider noch Kick. Wir brauchen ein bisschen Magic Penetration. Ja, der Pantheon ist hier unten ganz alleine. Ich glaube, dem werden wir mal wieder hier Hallöchen sagen. Ne, dass wir hier, dass wir den hier auch mal wieder unter Kontrolle kriegen. Der ist hier eindeutig zu nervig. Ja, oh. Sind die Minions zu fett. Weißt du, dass ich da nicht ordentlich Last hitten kann? So, ein paar Pilze legen, dass wir hier unseren taktischen Vorteil auf dem Feld bewahren können. So, wir haben auch Rod of Ages, das heißt, wir werden nicht gewone-shottet von ihm. Das ist ausgeschlossen. So. Ups, das war nicht gut. Ich werde hier so viel CS mitnehmen, wie ich kann. Ja, deswegen, ich kann hier gechillt auf der Botlane bleiben. So. So, die pushe ich jetzt mal schneller raus, die Wave hier. Das heißt, wir hauen hier... Oh, sehr schön, wir haben alle mitgenommen. Das heißt, wir bauen unseren Vorsprung jetzt, was CS angeht, noch weiter aus. Ah, nehmen wir den mit hier, komm. Das ist eine Ward. Er weiß ganz genau, dass er hier nicht reinkommen sollte ins Timoland, weil hier gibt es jede Menge Pilze, jede Menge Gemüse, was wir am Start haben. Ja. Okay, schade. Leider hat der Lee Sin den letzten Hit geholt, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich glaube, wir gehen wieder in die Botlane einfach und dann schafft das, dann passt das. Ich weiß nicht, wo der Lee Sin jetzt gerade hingegangen ist. Ob er nach unten gegangen ist oder so. So, einmal hier unsichtbar gehen. Gibt ja die, den Attack Speed, den wir brauchen hier. Oh, Hallöchen. Ein 1 gegen 1, das ist okay. Der macht ja doch schon ganz schön Schaden. Ach, hat Jomus jetzt auch. Aber gut, wir haben das 1 gegen 1 gemacht. Letztendlich haben wir genau getauscht.
Beide Summoner Spell benutzt. Alle Spells. Ein klassischer 1 gegen 1 Tausch. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus für unser... Alter, was ein Lee Sin King. Meine Güte. Der war übelst wehgetan, würde ich sagen. Der war cremig. Um es mal mit den Worten zu sagen. Der war wirklich cremig, der Kick. Aber wir haben aufgeräumt danach. Und haben sogar ein Ace geholt. Sehr schön. Okay, wir gehen jetzt auf Liandry's Torment. Weil wir wollen natürlich mehr Penetration haben. Wir wollen diesen nervigen Dot-Effekt noch drauf haben. Und für den Pantheon halt noch immer richtig unangenehm werden. Aber der kommt schon wieder ran mit der CS-Zahl. Ne, 15 nur noch entfernt. Who needs a jungler? Ja, gut. Lee Sin ist ein Early-Game-Jungler. Der fällt auch noch ziemlich zurück. Also brauchen wir einfach nur ein bisschen spielen und dann passt das. So, das war doch schon mal ganz nett hier. Was an Farm gab. Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay, da ist eine Pink Ward. Ah, ich pushe einfach raus. Einfach rauspushen mit den Pilzen. Und dann passt das. Okay. So, einmal zack, 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 zack. Und dann rennen wir in den gegnerischen Jungle rein. Ah, wir legen hier schon mal ein paar Pilze hin. Ich weiß gar nicht, ob wir ein 1 gegen 1 gegen Lee schaffen. Wahrscheinlich nur, wenn wir wirklich alles... Wenn wir den Q ausweichen oder so. Ja, das ist so nett. Gab auf jeden Fall für uns einen Kill. Ich habe den Gegner halt draufgeschmissen. Falls ich draufgehen sollte, dass zumindest der höchstmögliche Schaden dann noch zur Verfügung steht. So, nehmen wir hier den noch mit. Okay. Und dann gehe ich wieder in die Toplane, nachdem ich hier ein paar Pilze noch hingelegt habe. Der Pilze sind ja nett. Jeder mag Pilze. Mal gucken, wo hier auf der Karte was los ist. Schön hier alle verteilen. Okay, das heißt, den Turm kriegen wir. Und können uns auch gleich schon das Item fast kaufen. Was richtig gut ist. Das wird unseren Schaden ziemlich erhöhen. Holy shit. Alter, benutzt doch noch mehr Spells auf mir. Auf mich. Ja, dafür ist die Rod of Ages doch ziemlich gut. Ne? Gibt uns zumindest eine Menge HP, wodurch wir einiges aushalten können. Wodurch wir nicht gleich ins Gras beißen. Oh, das ist doch ganz vernünftig. So, 1600 brauchen wir. Okay. Leider gibt es nichts, was ich hier gerade wegfarmen könnte. Ich werde mal hier ein paar Wards einfach platzieren. Gehen wir in die Midlane hier. Da gibt es ja gerade frischen Farm. Frisch Farm. Okay. Lost in Champ Select. Timo, POP. Ja, oh, bleiben wir hier. Holen wir uns auch Geld hier. So. Okay, wird Zeit zum Recallen, weil wir haben jetzt jede Menge Gold wieder, was wir ausgeben können. Und dann haben wir Liandry's Torment. Und damit können wir dann auch noch ein paar schöne Dots auf die Gegner raufschmeißen. Und dann wird es richtig unangenehm für die. Ne? Wir sind ja hier auch mit Deathfire Touch unterwegs. Das heißt, unser Q tut ganz schön weh. Ja, ich glaube, könnte ganz gut wehtun. Ich weiß gar nicht, was das jetzt abzieht. Huiuiui. 70 Damage einfach, der noch da zusätzlich kommt. Shit, habe ich nicht bekommen. Kenne Minion wieder verloren. Es wird wieder Zeit zum Deinstallieren. Ich werde jetzt mal den Turm in der Toplane holen hier. Meine Güte. Ist der immer noch nicht geholt wurde hier von uns. Ich sollte mich schämen als Timo. Ich meine, ich bin ja Timo Main. Falls ihr es noch nicht wusstet. Timo Main.
Und einfach hier ein paar Pilze noch setzen. Das ist ja eine gute Art von Lebensversicherung, die man sich da für fast umsonst hinplatzieren kann. Ne? Das ist Timo Insurance. Die gute Timo Provinzial. So. Ja, und unser Level steigt und steigt. Wir machen das bisher eigentlich gar nicht so schlecht. 4-4-2. Holy shit. Ach komm, da flash ich hinterher. für den Kill gehe ich da natürlich mit. Honor Thresh Level 1, 1, 2, 5. Ja. Der Thresh hat da sich nicht für einen guten Standpunkt auf der Karte entschieden. Tat zumindest ziemlich weh. Ah, muss wohl sein, ich kriege Tower Aggro durch das Gift. Ah, kriege ich hier die ganze Zeit. Ja, ich helfe euch jetzt. Noch nicht. Das passt schon. Wir können hier ganz gechillt noch oben bleiben in der Top-Lane. Wir sind unsichtbar. Aber das wird niemals funktionieren. Aber das ist nochmal ein netter Kuhschaden. Zumindest den wir da einfach als spamhaften Zauber hier schleudern können. Na, Lee, willst du rein? Das verstehe ich jetzt ja gar nicht, dass du da nicht rein willst. Okay. Ah, ich muss shoppen gehen. Das geht nicht anders. Ich muss shoppen gehen, in dem Fall. Ne? Es ist, als Teemo-Main verlangt es einen dazu, einfach zum Recall. Ich will nicht, dass das Game jetzt hier vorbei ist. Ich möchte noch ein paar ordentliche AP-Zahlen erreichen. Jetzt mit dem guten Rabadon's Deathcap, was wir jetzt bauen wollen. Ich hole mir da aber noch den Red Buff, warum nicht? Ich meine, wenn wir schon eklig werden mit Teemo, dann richtig eklig. Nicht wundern, dass ich vielleicht ein bisschen nasal klinge. Toll, der Red Buff rennt da einfach nicht rein. Ich bin ein bisschen erkältet, obwohl es jetzt fast in Urlaub geht. Aber ein bisschen ist die Nase dicht zumindest. Ich glaube, man hört es. Aber sollte nicht so schlimm sein. So. Oh, was sind denn das für MS-Zahlen hier gerade? Na, seht ihr jetzt gerade, wie das hier laggt? Alter Falter. Da war so viel Gewalt gerade auf der Karte. Das konnte mein Klient nicht verarbeiten. So, leider wird das ein nicht so spannendes Game mehr für uns. Zumindest sieht es so aus. Ja, obwohl, noch ist es nicht vorbei hier. So, Hauptsache das Cannon-Minion kriegen wir. Ja, sehr schön. Immer farmen. Ne? Wichtig, immer farmen. Jetzt haben wir den Pantheon aber sowas von abgehangen. Der hat jetzt gar nichts mehr zu melden. Okay. Blue Buff mitnehmen für Cooldown Reduction, damit wir noch mehr spammen können. Den hier noch mitnehmen für mehr Geld. Ein paar Pilze werfen für mehr Spaß. Und dann passt das auch. Das ist einfach mal eine Blue Ward liegen. Vielleicht kommt ja jemand vorbei. Wir warten mal. Vielleicht kommt ja jemand vorbei. Auf dem Sprung. Hier kommt gleich jemand runter. Will sich den Blue Buff holen oder sowas oder Jungle Camps. Ich weiß es. Ich weiß, dass hier jemand runterkommen möchte. Oder zum Warden oder so ein Thresh. Mann, komm doch runter. Was soll denn das? Ich will euch doch nur... Ich will doch hier nur... Hallöchen sagen. Okay, jetzt kommt niemand. Wir sind allein. Damn! Hallo, Lee. Meinst du, du kommst einfach weg? Vor allem Teemo? Okay, immerhin haben wir den noch geholt. Und ja, das Game ist vorbei. Das zweite Placement-Match. Auch das haben wir gewonnen. Honor Thresh. Ah,
leider hätte ich noch ein bisschen mehr Fun hier gerne gehabt. In dem, hups, in dem hier noch ein paar mehr One-Shots oder so stattfinden. Oder, wow, 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 Alter, was für ein Laser. Soll mal sehen, ob der Thrash jetzt kommt und mich hooken will. Ah, da sind wir doch gestorben, nichtsdestotrotz. Timo, eine Runde. Ich glaube, das letzte Game haben wir mit 10, 10, 10 aufgehört und das Game hier, glaube ich, mit 5, 5, 5. Kann das sein? Wir schauen mal in die Liste, die wir hier haben. Die After-Liste. So, erstmal werden wir Warwick honoren. Warum, weiß ich nicht, weil er uns nicht einmal ganken gekommen ist. Von daher passt das. Ne, 5, 5, 6 sogar. Na gut, nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht, Leute. Ich wünsche euch was. Ich bin jetzt gerade und genieße irgendwo die Sonne und ihr hoffentlich hier diese Videos. Wir haben das dritte Game jetzt gemacht von 10. Irgendwann, ein andermal hatte ich da wahrscheinlich schon mal ein Game gemacht. Aber zwei Siege in den letzten beiden Spielen, das ist ganz vernünftig jetzt. Gehen wir zum nächsten. Wir sehen uns dann in der nächsten Video, Leute. Haut rein. Okay.